Smokers Planet hat seit Beginn 2009 eine Kolumne, nachgefragt bei prominenten, wichtigen Leuten der Branche. Ob sie wirklich wichtig sind, das entscheiden die Leser. Wir haben heute eine Premiere, und zwar nachgefragt per Video, per Bewegtbild. Und mit wem anderen soll ich das machen, als mit einem ganz wichtigen dieser Branche? Mit dem größten Pfeifenmacher, den wir haben, mit Paul Winslow. Okay, Paul, wir haben zusammen schon ein Video gedreht bei dir zu Hause. Wir haben geguckt, wie du arbeitest. Das müssen wir gar nicht aufarbeiten. Aber du hast jetzt 2019 50 Jahre Paul Winslow. Genau, ja. Sensationell. Und du machst immer noch Pfeifen. Immer noch Pfeifen. Und ich will auch weiter Pfeifen machen, solange ich lebe, glaube ich. Man braucht das. Selbst könnte ich eigentlich in Rente gehen, aber würde ich überhaupt nicht. Das will eigentlich eine Katastrophe sein, glaube ich. Man muss kreativ sein bis zum Ende sein Leben. Am liebsten. Am liebsten. Ja, am liebsten. Und du hast jetzt eine Pfeife in der Hand. Dieses Modell hast du schon mal gemacht. Ja, das war eigentlich mein Jubiläumsmodell, die hier 50 Jahre Pfeifenmacher zu machen. Und das war dieses Flower-Stil damals, wo ich habe angefangen bei Prebenhorn damals. Da habe ich viel Flower fancy gemacht. Und das ist die Flower-Form, etwas mehr konservativ gemacht, zu dieser Jubiläum zu feiern. Heute machst du andere Formen, also bist ja aber variabel. Oder? Hast du einen ganz festen Stil? Ich würde sagen, man hat seine Handschrift. Eigentlich egal, was für Pfeifenform das ist. Man kann ein bisschen stolz sein, wenn die Leute sagen, auf Abstand, oh, das ist eine Winslow-Pfeife. Okay, alle mögen nicht deine Pfeifen, aber man kennt die Pfeife, der Handschrift. Wie beim Maler, deutlich ein Bild vom, was weiß ich. Du bist ja auch Maler. Ja, aber ein bisschen weniger Pfeife. Ich sage immer, ja, irgendwann wird es Zeit, etwas mehr zu malen. Aber ja, irgendwann. Ja. Wenn du jetzt mal zurückschaust und über die Jahre hinweg schaust, wie haben sich denn deine Pfeifenraucher, deine Pfeifenfreunde entwickelt? Was kriegst du da an Response? Was kommt da zurück? Was melden die bei dir? Was möchten die mit dir, dir wissen? Ich muss sagen, die will wissen, die sind eigentlich nur begeistert. Ich zeige viel Pfeifen auf Internet, Facebook und so weiter, nur zu zeigen. Und das ist, zack, zack, hast du 200-300 Leute da, schön, super, das und jenes. Und das, solange die Begeisterung da ist, bin ich auch begeistert. Du bist ja auch noch unterwegs, zwar nicht mehr so viel wie früher. Ja. Wir haben uns vor kurzem gesehen beim Sicky Schäuble in Ludwigsburg. Ja. Da kommen dann auch deine Freunde eigentlich. Man sieht das, die stehen am Stein, die kennen dich, die diskutieren mit dir. Das ist ein schönes Erlebnis. Das ist ein schönes Erlebnis, weil die Leute kennen dich und auch hier auf Messe. Ich muss laufen, Handshake machen, und der größte an Frauen, also hinter uns an Frauen oder andere Leute, Fachleute, also Kollegen. So, das macht ja Spaß, dass man trotzdem bekannt geworden sind über diese Jahre. Ich wünsche dir diesen Spaß für die nächsten 10 Jahre erstmal. Dann schauen wir weiter. Ja. In 10 Jahren treffen wir uns wieder hier und sprechen, was in den 10 Jahren geschehen ist. Du bringst wieder neue, schöne Pfeifen mit. Und zwischendurch beobachten wir natürlich alles, was du machst. Machen wir. Das würde mich freuen. Okay, danke. Dankeschön.